Fangen wir mal mit dem Positiven an, nämlich mit dir. 9 Versuche, 9 Tore. Wie ist es dir persönlich ergangen heute? Naja, ich denke, jeder Spieler ist darüber glücklich, wenn er im ganzen Spiel 100% Ausbeute hat und seine Leistung abrufen kann und auch bestätigen kann, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, klar, ich persönlich freue mich für mich, aber wir sind immer noch im Teamsport. Und ich denke, dass das dann eher zweitrangig ist, wie meine persönliche Leistung war. Ich hätte mir gewünscht, dass aufgrund meiner Leistung ich mit der Mannschaft quasi den Sieg hätte holen können. Aber nichtsdestotrotz haben wir leider nur einen Punkt holen können. Aber auch den brauchten wir und der ist wichtig für uns jetzt gerade in dieser Situation. Jott, am Ende war es, glaube ich, eine große Enttäuschung für euch alle. Wie hast du das Ende erlebt? Ja, weil das letzte Tor, das war natürlich schon relativ glücklich für Aue. Trotzdem, wir haben sie da reingekämpft, die letzte 10 Minuten. Wir haben genug Möglichkeiten, heute das Spiel zu gewinnen. Und wir haben alles reingehauen, was wir momentan zur Verfügung haben. Wir waren nicht so, das habe ich auch vorne gesagt, nicht so effektiv. Also nicht effektiv genug. Wir haben auch, ich glaube, mindestens 10 freie Bälle verschossen. Und das hat uns um den Sieg gebracht. Also anfangs sind alle natürlich enttäuscht, weil du einfach gerade in der ersten Halbzeit ein super Spiel machst. Du kommst gut rein, du führst mit 4 Toren zur Halbzeit. Eigentlich knüpfst du auch in der zweiten Halbzeit gut an, aber dann fängst du an, Bälle halt vorne zu verlieren oder verwirfst Bälle und dann auf einmal wird der Spielstand immer knapper und am Ende wird es immer ausgeglichener. Und ja, also die Täuschung ist, glaube ich, bei allen sehr groß. Natürlich hängen die Köpfe erstmal unten, aber letztendlich muss man einfach auch gerade aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt in so einer schwierigen Situation stecken, uns mit dem Punkt zufrieden geben und da muss man daran anknüpfen und einfach weitermachen. Ne? Da waren einige technische Fehler dabei, aber auch verschossene Situationen. Wir haben uns dann in der Abwehr immer wieder reingekämpft, das muss man auch sagen. Ja. Und da werde ich die Mannschaft nur loben, weil wir haben heute auch wieder Möglichkeiten mit Martin Waschow nach einer längeren Pause und mit Finn Ranke auch zu spielen. Die sorgt ein bisschen für Entlastung. Vorne allerdings haben wir unsere Probleme gehabt, das hat man gesehen. Besonders in der letzten Phase gegen 5-1. Und da müssen wir auch zielstrebiger und dann einfach mal aggressiver spielen, um das Spiel noch nach Hause zu bringen, was auch durchaus möglich war. Ich finde eigentlich, dass wir erste und zweite Halbzeit, dass wir relativ konstant gespielt haben. Wir haben halt nur in der zweiten Halbzeit einfach zu viele Fehler gemacht, gerade zum Ende des Spiels. Und einfach wirklich sehr, sehr viele Freie verworfen. Also es lag nicht daran, dass wir gar nicht erst zum Wurf kamen, sondern wir haben gute Sachen rausgespielt. Aber halt dann auch am Ende hat dann der letzte Schritt gefehlt, um den Ball im Netz zu versenken.